In diesem Video machen wir Schrägband am laufenden Meter selber. Ich habe hier ungefähr einen halben Meter, ist ein bisschen weniger, vielleicht 40 cm Baumwollstoff. Und da fange ich jetzt an, indem ich hier einen 45 Grad Winkel abschneide. Ich habe nochmal nachgemessen, es ist ja gerade unter einem halben Meter. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Schrägband wir hier herausbekommen. Dann falte ich den Stoff um und habe automatisch einen 45 Grad Winkel hier. Ich schaue nochmal nach auf meiner Schneidematte hier, da sind die Winkel alle angegeben, wunderbar, 45 Grad. Da drücke ich jetzt so ein bisschen hier ein, damit ich eine kleine Markierung habe im Stoff. Und dann kann ich den Stoff wieder auffalten und jetzt schön abschneiden. Im 45 Grad Winkel. Der Schneider ist nicht so ganz scharf, glaube ich. Deswegen musste ich öfter mal hin und her. Und jetzt will ich all die Streifen 2 Inches breit haben. Also 2 Inches sind ungefähr 5 cm, glaube ich, ein bisschen mehr. Und die markiere ich jetzt hier auf dem Stoff mit einem Bleistift. Markiere ich einfach diese Linien, 2 Inches wide, bisschen mehr als 5 cm breit. Und das spule ich mal ein bisschen hier vor, damit das ein bisschen schneller geht und ihr nicht so lange euch das anschauen müsst. Immer schön 2 Inches nebeneinander, bis ich am anderen Ende des Stoffes angekommen bin. Und nun habe ich es geschafft und lege den Stoff andersrum herum, sodass die rechte Seite nach oben zeigt. Und dann nehme ich die hintere Ecke und lege sie auf die erste Linie hier, damit die hintere Ecke und die erste Linie aufeinandertreffen, meine erste Markierung. Also nicht die hintere Ecke auf die vordere Ecke, sondern die hintere Ecke auf die erste Linie, damit alles etwas versetzt ist. Und dann mache ich hier einen kleinen Tunnel und stecke den Stoff zusammen. Da sollten immer 2 Linien jeweils aufeinandertreffen. Und dann stecke ich hier alles fest. Das wird alles ein bisschen krumm und schief aussehen erstmal. Aber nachher am Ende, wenn wir alles auseinanderschneiden, wird alles wunderbar sein. Jetzt nähen wir hier entlang an der Kante. Und da muss ich auch immer aufpassen, dass ich den Stoff schön wieder weiterziehe, damit ich nicht hier irgendwie krumm und schief alles nähe, weil dieser Tunnel so in sich etwas gedreht ist. Und dann nähe ich bis zum Ende. Und dann können wir es schon ans Schneiden uns begeben. So, nun haben wir es geschafft. Dann habe ich hier die erste überstehende Ecke und da kann ich anfangen, auf der Bleistift gezeichneten Linie zu schneiden. Und jetzt schneiden wir den ganzen Tunnel rundherum, rundherum, rundherum auseinander, bis wir ein langes Stück Schrägband haben. Und da spule ich jetzt auch gleich ein bisschen vor, damit wir uns das nicht alles angucken müssen. Man kann sich ja vorstellen ungefähr, wie das hier immer weitergeht. Da bin ich auch mal gespannt, wie lang das ist, wie viel wir jetzt kriegen hier aus gerade unter einem halben Meter von Stoff. Jetzt sind wir gleich am Ende angelangt. Wir können noch das letzte Stückchen abschneiden. Da haben wir es auch geschafft. Jetzt messe ich das mal. Und das sind gerade ein bisschen weniger als 200 Inches. Jetzt muss ich mal umrechnen, wie viel das in Zentimetern ist. Also laut dem Umrechner sind das 508 Zentimeter. Meine Güte, über 5 Meter. Das ist ja unglaublich. Jetzt könnte man das hier in der Mitte falten und dann bügeln. Dann könnte man das wunderbar nehmen, um eine Patchwork-Decke einzufassen. Oder man kann es wieder auseinanderfalten und dann nochmal die Außenkanten auf die Mitte falten. Und dann hat man Schrägband, um Wimpelketten zu machen oder um
Puppenkleidung einzufassen oder alle möglichen anderen Sachen. Hier mit dem kleinen Bügeleisen macht das natürlich auch Spaß. Aber zum Glück habe ich einen Simplicity Schrägbandmacher, eine Maschine, mit der geht das viel schneller und das ist alles ruckzuck und macht richtig viel Spaß. Da haben wir, den machen wir erstmal an, weil das muss immer noch ein bisschen vorheizen. Dann stellen wir hier die Führung ein und hier ist die Spule oder die Spindel heißt es, glaube ich. Da können wir das Schrägband drauf wickeln. Das muss man schön regelmäßig machen, damit man am Ende auch schöne regelmäßige Ergebnisse bekommt. Und dann stecke ich den Stoff hier in den Schrägbandmacher, in diese Führung ein. Schrägbandformer heißt es, glaube ich. Da legt sich dann der Stoff so um die Ecken rum und da wird alles gebügelt und geformt zur selben Zeit. Das ist richtig klasse. Dann können wir den Schrägbandformer hier gleich wieder reinklicken. Jetzt mache ich noch, stelle ich noch sicher, dass auch alles regelmäßig hier drin ist und alles nachher ein gutes Ergebnis wird. Dann stecke ich es hier wieder rein und ziehe es ein bisschen über die Heizplatte, mache die Heizplattenabdeckung wieder drauf und dann kann ich noch kurz schauen, dass auch alles schön richtig eingestellt ist. Man kann ja die verschiedenen Stoffarten einstellen. Wir haben ja hier Cotton, also Baumwollstoff. Drehe ich das noch ein bisschen hoch. Das ist wahrscheinlich ein bisschen heißer. Es war vorher auf Acryl gestellt. Hier kann man die Knöpfchen sehen. Und dann kann ich schon das Knöpfchen drücken und es geht von alleine los. Das macht total Spaß. Ich müsste eigentlich gar nichts machen. Aber ich ziehe das jetzt mal hier rüber, damit man sieht, wie es auf der Rückseite aussieht. Und auch, dass sich nichts verheddert. Und so geht das dann. Dann macht das Maschinchen alles von alleine. Ist doch klasse. Also falls ihr nicht so oft Schrägband macht, dann könnt ihr es natürlich von Hand machen mit dem Bügeln. Da ich das öfter benutze, hat sich das für mich gelohnt, diesen Schrägbandmacher zu kaufen. Ich habe damals, glaube ich, 40% Rabatt bekommen in einem Ausverkauf hier. Das hat sich dann echt gelohnt. So, jetzt kann ich alles wieder zusammenbauen, zusammenlegen und zusammenklappen. Und dann kann es wieder ein bisschen schlafen gehen, bis ich es wieder brauche. Hier sind wir schon. Jetzt nehme ich ein kleines Stück Pappe und wickle das Schrägband da drauf, damit es nicht seine Form verliert und ich es später für meine Projekte benutzen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und was war ein bisschen hilfreich. Es war auf jeden Fall für mich immer ein Mysterium, wie man den Schrägband selber macht und ich bin sehr froh, dass ich einen Weg gefunden habe, das selber zu machen, weil wenn man es in den eigenen Stoffen macht, ist es natürlich immer viel schöner und passender für die eigenen Projekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!